Bin mal gespannt, was du gebaut hast in der Zeit. War dein Ernst? Hast du nichts gebaut in der Zeit? Wir sind heute mal wieder unterwegs mit dem Beats. Moin! Hallöchen! Und mittlerweile wirst du mir eh kein Wort mehr glauben, ist mir aber auch ehrlich gesagt komplett Wayne. Tatsächlich kopiere ich heute nicht von dir, tatsächlich ist das hier eine ganz normale Wand und tatsächlich habe ich auch keine Sachen zum Einfügen. Wir werden so um die 10 Minuten bauen, du auf deiner Seite, ich auf meiner Seite, also wirklich ein normales Baubattle. Sagen wir, hören uns einfach gleich wieder. Irgendwas planst du doch. Nein! Hä? Bis gleich, Beats. Ja, was baue ich denn? Ja, ach so, du kannst... Ach so. Junge, Junge, das ist doch nicht wahr. Ich meinte es voll ernst gerade, ich hab's voll vergessen zu sagen. Wir bauen heute ein Haus, also du baust ein Haus, ich baue ein Haus und das war's auch schon. Okay. Mikrofon muted. Wir werden selbstverständlich kein normales Haus bauen und wir werden selbstverständlich den Beats wieder trollen. Allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Wir sind ja nicht ohne Grund hier auf diesem Server unterwegs. Apropos Server, Leute, ich habe jetzt einen neuen Serverpartner und zwar ist das G-Portal. Ich spiele gerade auch auf einem Server von G-Portal. Und was G-Portal genau ist, das seht ihr jetzt. Ein großes Dankeschön an meinen Partner G-Portal. Auf G-Portal könnt ihr euch nämlich ganz günstig Server mieten. Ich habe auch einen Link in der Beschreibung. Wenn ihr da drauf drückt, dann bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Server. Ihr könnt euch jetzt super schnell einen Server mieten. Ihr geht einfach oben links auf Server mieten drauf. Wir suchen einfach mal nach Minecraft und hier gibt es jetzt Server für die Minecraft Bedrock Edition und für die Java Edition. Wir gehen jetzt mal drauf auf die Java Edition, können uns hier einen eigenen Server konfigurieren. Man kann auswählen, was für eine Version man haben möchte. Ich meine, schaut euch mal an, wie viele Versionen es hier einfach mal zur Auswahl gibt. Das ist der Wahnsinn. Man kann jetzt hier auch noch die Dauer aussuchen, wo der Server stehen soll. Am besten in Europa, weil dann habt ihr die beste Verbindung. Ihr könnt mit unendlich vielen Spielern theoretisch auf den Server drauf spielen. Das Einzige, was ihr verändern könnt, ist noch die Arbeitsspeicherzahl, damit der Server natürlich auch richtig Power hat. Wenn ihr einen Server braucht, checkt jetzt meinen Link in der Beschreibung ab. Und weiterhin viel Spaß beim Video. Also Leute, ich habe mir wie gesagt eine Kleinigkeit vorbereitet und zwar habe ich vor der Aufnahme Beats Seite mit einer Axt markiert. Also wir haben World Edit auf dem Server drauf. Das heißt, wenn der Beats gleich rüberkommt auf meine Seite und das wird er zuerst machen, lösche ich einfach seine komplette Seite. Wir werden quasi danach auf seine Seite gehen und der wird sich wundern, hä, warum habe ich nichts gebaut? Was ich heute nämlich machen werde, ist, ich baue ein komplett unsichtbares Haus. Ich habe hier wieder Barrier-Blöcke am Start. Ich habe mir natürlich auch Invisible Item Frames geholt, so wie hier in der Kiste eine Map. Und wir sehen, auf dieser Map haben wir einfach mal so ganz normale Blöcke drauf abgebildet. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Mit diesen Invisible Item Frames kann ich nämlich hier zum Beispiel an der Wand ganz normal diese komischen Blöcke, sage ich jetzt einfach mal, platzieren. Aber von außen wird das nicht so aussehen. Wir haben jetzt hier gleich eine Tür und dann geht der Beats herein, denkt sich so, hä, will er mich veräppeln? Das ist doch kein normales Haus. Dann gehen wir in das Haus rein und bumm, auf einmal haben wir ganz normale Wände. Auf einmal sieht alles ganz normal aus von innen. Nur von außen sieht es quasi aus wie ein unsichtbares Haus. Und selbstverständlich, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Ofen oder so platziere, dann sieht man den Ofen auch von außen. Das hier ist quasi so die allererste Etage von meinem Haus. Wird jetzt ein bisschen nervig, hier überall Invisible Item Frames zu platzieren. Allerdings muss das leider gemacht werden. Anders funktioniert es natürlich nicht. So. Oh mein Gott, wie lustig sieht das denn aus? Also ich platziere hier gerade eigentlich nur die Invisible Item Frames. Das ist super verwirrend, weil ich ja selbst gar nichts sehe. Und ich überlege muss, wo ich schon ein Invisible Item Frame platziert habe und wo nicht. Also ihr seht, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Es sieht einfach mal wieder so verrückt aus. Der Beats wird definitiv verwirrt sein. Nehmt euch übrigens an dieser Stelle nochmal ganz kurz 2 Sekunden Zeit. Lasst doch gerne ein Like da, Leute. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr natürlich weitere solche Trolling-Folgen sehen möchtet. Und wir sehen... Nein! Das ist jetzt natürlich echt doof. Oh Gott, ey. Moment mal ganz kurz. Was kann ich jetzt dagegen tun? Problem ist, man wird jetzt quasi immer nur diese Wände von einer Seite quasi nicht sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, das habe ich gar nicht bedacht. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ich das jetzt verbessern sollte. Ich denke mal, das wird den Beats trotzdem irgendwie so ein bisschen verwirren. Gerade wenn man um das Haus herumfliegt und dann immer wieder sieht, wie die ganzen Wände despawnen. Es geht halt leider nicht anders. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das hätte besser machen können, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mir fällt leider so spontan keine Idee ein. Ich glaube, ich lasse den Boden auch einfach aus Gras. Ich glaube, das verwirrt dann nochmal ein bisschen
bisschen mehr. Weil wenn ich den Boden jetzt wieder anders mache, dann sieht man das ja theoretisch auch durch die Wand. Ich könnte höchstens hier den Raum so ein bisschen unterteilen. Dann wird das nicht mehr so krass auffallen. Wir schauen einfach mal, was die Reaktion von Beats so mit sich bringt. Deswegen mache ich die Wände hier auch wieder ganz normal. Das Bett platziere ich einfach in die Mitte. Das sieht schon komisch aus, Leute. Besonders, wenn man hier aus diesem Winkel kommt. Ich denke mal, das ist schon ganz okay. Ich habe übrigens den Befehl schon im Chat vorbereitet. Also, wenn der Beats gleich rüberkommt auf meine Seite, lösche ich mit //Z0 alles auf Beats Seite. Boah, der wird sich gleich wundern. Ne? Es wird so lustig. Das wird übrigens nicht im Chat angezeigt, dass seine Seite gelöscht wurde. So, Beats, ich bin dann auch mal fertig mit meinem Haus. Du bist fertig mit deinem Haus. Du kannst, wenn du willst, heute mal zu mir erst rüberkommen. Komm ich mal rüber. Dann kommst du mal rüber, Beats. Das hier ist mein Haus. Ja, ganz normal. Also, wir sehen auf jeden Fall. Ich muss erst mal reingehen, damit wir was sehen. Und, was denn? Okay, also wir gehen, wie gesagt, erstmal in mein Haus rein. Wir haben jetzt hier von außen so eine schöne Steinfassade. Und, wenn wir halt... Leute, ich sehe nichts. Wie, du siehst nichts. Soll ich dir mal ein Bild senden, wie es bei mir aussieht? Ja. Ich blende euch mal das Foto ein, was der Beats mir jetzt geschickt hat. Da bin ich mir selbst gespannt. Hä? Was ist das denn? Ja. Ja, egal. Wir gehen einfach mal rein erstmal ins Haus. Also ich habe jetzt, was Deko angeht, nicht so viel Zeit gehabt. Deswegen, habe ich einfach nur so einen Standard... Basic House hier gebaut. Wir sehen hier ein paar Öfen am Start, ne? Hier Betten am Start. Wie gesagt, an sich ein ganz normales Haus, Beats. Das ist schon mit Absicht, das weißt du allerdings, oder? Ja, ich hoffe mal. Das sind Barrier Blöcke und innen hast du Dinger gesetzt, ne? Das sind die wieder deine alten geliebten Fotos. Oh. Schau es dir an. Ja, schau es dir an. Barrier Blöcke und halt, Fotos dran. Wenn du halt den richtigen Winkel erwischst, dann hast du einfach nur eine Wand. Das sieht richtig cursed aus. Also mein... Könnte wirklich denken, dass das ein Fehler ist. Ist allerdings kein Fehler. Ja, hat tatsächlich geklappt. Wenn man einmal so rumläuft, ist es tatsächlich ganz lustig, wie immer eine Wand verschwindet. Eine kommt wieder dazu. Mein Plan war eigentlich, dass du gar nichts, also dass du quasi reingehst und dann erst alle Wände siehst. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ach Mann, man sieht ja von außen immer eine Wand. Ja, ja, klar. Und nur die Wand, die man quasi anschaut, sieht man nicht. Das ist schade gewesen. Aber, Spiels, ich denke mal, das ist ganz lustig. Das war's. Du bist auf jeden Fall reingefallen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zu deinem Haus rübergehen. Yeah, ich bin mal gespannt, was du gebaut hast in der Zeit. War dein Ernst? Alter, ist das dein Ernst? Du willst... Hör doch auf. Hast du nichts gebaut in der Zeit? Hast du nichts gebaut? Hey, sollte da dein Schlafzimmer hin oder was? Hey, hier? Mein Haus war so schön, Mann. Was für ein Haus, Alter? Du hast kein Haus gebaut, du hast einen Boden gebaut. Natürlich. Also ganz ehrlich, der Weg sieht auch gut aus und der Boden da auch, aber daran war es jetzt 10 Minuten, willst du mich veräppeln? Mach mein Haus dahin. Das was war für ein Haus, Alter? Ich habe kein Haus gebaut. Also ich habe mein Haus gebaut. Das war so harte Arbeit. Hey, welches Haus meinst du denn jetzt? Mein Haus oder was? Ja, Bett. Also, wie gesagt, Leute, das ist dann anscheinend das Haus von Beats. Und das hier ist mein Haus, was ich gebaut habe. Also, ganz ehrlich, auch wenn mein Haus jetzt nicht das Beste war, 10 Minuten für einen Weg und 2 Betten ist jetzt nicht so gut, ne? Also, die Betten hast du platziert. Ja, das sowieso. Ja, ich will ja nicht so sein. Also, wir drücken mal /undo. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das Haus von Beats aussieht. Ich habe es ja selbst noch nicht gesehen. Also, ich würde sagen, wir machen mal undo. Und das hat der Beats einfach mal gebaut in der Zeit. Das sieht schon ein bisschen besser aus, muss man sagen. Das sieht wirklich geil aus, ne? Komm mal hier mit rein. Wir gehen mal ganz kurz rein. Ja, jetzt sind die Bilder natürlich hier weg, aber ja, hier war noch ein Bild und so. Hier ist so die Inneneinrichtung ist tatsächlich nicht so. Aber wenn du hier hochgehst, das Geile ist, du hast hier so eine Dachterrasse. Man stößt sich zwar ein bisschen in den Kopf, ne, aber... Ja, der Architekt, der war halt dafür relativ günstig. Ja, das muss ja auch gewesen sein, ne? Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man so ein Ergebnis hat, dann braucht man sich nicht wundern, ne? Ja, ist klar. Spaß beiseite, Leute. Ich habe einfach mal Beats Seite gelöscht. Like und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.